gleich ist Abschiedsgottesdienst im Kindergarten. Und überlegt man sich ja schon mal so, was erzählt man den Kindern denn so? Wahrscheinlich dasselbe wie den Erwachsenen und vielleicht mit einfachen Worten, so dass sogar ich verstehe. Das ist ja manchmal schwierig mit der Verständigung in der Kirche und mit den Bildern so. Also in der Bibel heißt es, Gemeinde ist sowas wie ein Körper. Alles hat seine Funktion. Und weil das eine andere Funktion als das andere hat, ja, heißt das ja nicht, dass das nicht zum Körper gehört, sondern eben um die ganzen Aufgaben, die so ein Körper hat, zu bewerkstelligen, muss es eben unterschiedlichste Organe, unterschiedlichste Tentakeln, Augen, Nase, Ohren und sowas alles geben. Nun, wie erzählt man das jetzt eigentlich im Kindergarten? Ihr seid alle wichtig und jeder hat eine Funktion, so wie am Körper. Fängt schon mit Funktion an. Versteht kein Mensch. Zumindest nicht so ein kleiner. Ja, also, wie ist das denn mit unserem Body, unserem Körper? Könnte man jetzt sagen, mir läuft die Nase. Ja, wenn mir die Nase läuft, muss ich irgendein Körperteil damit beauftragen, mir die Nase zu putzen. Na, überlege ich kurz und sage, Fuß. Putz mir bitte die Nase. Der Fuß mag sich bemühen, wie er will, der kann ja nicht mal das Taschentuch halten. Könnte ich jetzt sagen, Fuß, du kannst mir nicht die Nase putzen, also gehörst du auch nicht dazu. Punktum. Ja, zum Beispiel. Oder ich könnte mal sagen, och, ich hab Hunger, ich könnte jetzt mal hin zur Mama gehen und der sagen, dass ich Hunger hab. Und weil es Leckeres zu essen gibt. Du könntest jetzt sagen, ja, zum Beispiel Nase, Nase, teil mal der Mama mit, dass ich Hunger habe. Kann die Nase nicht. Die kann zwar das Gute riechen, was die Mama kocht, aber ihr sagen, dass man das jetzt essen will, kann die Nase nicht. Du könntest jetzt sagen, Nase, du bist unfähig, du gehörst nicht zum Körper. Quatsch, natürlich. Ihr Kinder, ihr wisst das natürlich besser. Nicht mit der Nase macht man das, sondern mit dem Mund. Klar. Die Nase hat eine andere Aufgabe, die der Mund nicht kann. Die Nase kann riechen, das kann der nicht. Der kann allerdings schmecken, aber dazu braucht er wiederum auch die Nase. Wenn man sich mal die Nase zuhört, okay, kann man komisch sprechen, aber man kann nicht richtig schmecken. Man merkt also, Nase, hier das, und Mund, die brauchen sich gegenseitig. Nicht immer ist das so ganz einfach, aber auch die Augen brauchen die. Man muss ja irgendwie auch sehen, wo denn das Leckere liegt, was ich mir in den Mund stecke und denn mit Hilfe der Nase schmecken kann. Also die Augen sind auch da. Die können zwar nicht schmecken, aber die können sehen, was da ist. Und so ist es auch mit so einer Gruppe von Menschen. So eine Gruppe von Menschen, da kann auch nicht jeder alles. Der eine ist im schnellen Laufen die totale Niete. Der kann aber gut malen. Die andere, ja, die kann nicht so gut rechnen. Die kann aber gut schreiben. Der dritte, ja, ihr wisst das. Jeder kann irgendwas gut und irgendwas schlecht. Geht euch wahrscheinlich ganz genauso. Und dann ist es wichtig, einen Freund zu haben, der mir hilft. Wenn ich nicht gut rechnen kann, ist es immer gut, einer kann das. Und rechnet mal nach, was ich da zusammengerechnet habe und sagt, ja, fast richtig. Nur eine Million Unterschied. Ne? Gut, wenn man da einen Freund hat. Und in anderen Dingen auch so. Ich kann so einen riesen Stein manchmal gar nicht alleine heben, aber mit einem Freund geht das schon, weil der kräftig ist. Vielleicht doppelt so kräftig wie ich oder mindestens so kräftig wie ich und wir zusammen schaffen das. Jeder ist wichtig, weil jeder dem anderen helfen kann. Und so hoffen wir für euch, dass ihr in der Schule das Ganze erfahrt. Dass da Menschen sind, die euch helfen und dass ihr Menschen seid, die anderen helfen können. Und das ist großartig, dafür kann man Danke sagen und darauf kann man hoffen. Hoffen, dass Gott einem diese Menschen schickt und dass wir das Geschenk Gottes an die anderen sind. Und das ist doch schon was ganz schön Großes. Ja, so würde ich es jemandem im Kindergarten sagen. Vielleicht ist das auch noch so schwer. Aber, na, wer es besser mag, der macht das. Mal Idiot.